Was sagt Kumpel? In diesem Video werden wir über If-Sätze reden, also Bedingungssätze oder Conditional Sentences in Englisch. Also, und Conditional Sentences sind Sätze, die einen Hauptsatz haben und einen Satzteil. Okay? Also, da werden wir schreiben hier, da werden wir hier schreiben, wir haben einen Hauptsatz. Und dieser Hauptsatz hier hat keine if, ohne if, auf jeden Fall. Okay. Schauen wir so. Und eine Satzteil. Satzteil. Und dieser Satzteil natürlich mit if. Alright. Und also ein Ereignis im Hauptteil kann nur erfüllt werden, also findet nur statt, okay, wenn die Bedingung im Satzteil hier erfüllt ist. Okay, wir werden ein Beispiel dann nehmen. Als ein Beispiel nehmen wir, ein Beispiel, Example, wir werden I, ups, so, ich war das falsch, okay. I will go to school. I will go to school. Okay, das ist hier unser Hauptteil ohne if. Jetzt if it doesn't rain. Okay, ich werde zur Schule gehen, wenn es nicht regnet. If it doesn't rain. Ja, und das ist hier unser Satzteil. Und das hier, also die Bedingung hier, das ist, was ich vorher gesagt habe, die Bedingung, also die Ereignis im Hauptsatz kann nur erfüllt werden, ja, also findet nur statt, wenn die Bedingung hier erfüllt ist. Okay. Und wie in mancher Sprache, ja, hat diese If-Sätze, also Bedingungssätze, immer drei Typen. Okay. Da werden wir ja hier sagen, If-Sätze Typ 1. If-Sätze brauchen wir nicht schauen, wir wissen, dass wir If-Sätze machen. Da schreibe ich einfach Typ 1. Okay? Wie in mancher Sprache drei, in die, drei verschiedene Typen. Okay. In diesem Typ hier werden wir erstmal, es ist einfach besser, ein Beispiel zu nehmen und das zu erklären. Okay? Also die Beispiel wäre, das Beispiel wäre denn if. Ja, okay, I have none. Sorry. If I have money, comma, I will buy a car. Okay. If I have money, I will buy a car. Okay. Lass uns erstmal noch das kontrollieren. If I have money, I will buy a car. Also ich werde den Auto kaufen, wenn ich den Geld habe. Okay. So. Was du hier merkst, haben wir hier I have money. Und das ist hier simple present. Okay. Und I will buy a car rather than will future. Okay, das heißt, dein erster Typ muss immer, wenn du if simple present, if eine simple present hat, dann komm in deine Hauptseite. Die Zeitformel will future. Okay. Und wie ich hier in diesem Beispiel geschrieben habe, das kann man auch so getauscht werden. Das heißt, du kannst sagen, I will buy a car if I have money. Das kommt immer wieder zur gleichen. Okay. Also, Typ 2 wäre denn, nehmen wir auch wieder ein Beispiel. Mit dem gleichen Beispiel, if I had money, if I had money,
Komma. I would buy a car. I would buy a car. Okay. Und wir sehen wieder hier, wir haben hier diese Zeitform hier ist Simple Past. Had. Simple Past. Und hier haben wir Conditional One Whereby. Conditional One. Okay, das ist eigentlich hier, Conditional Word ist eigentlich Infinitiv plus Word. Du siehst auch Infinitiv plus Word plus Infinitiv, pardon. Oder ja, Word plus Infinitiv andersrum. Word plus Infinitiv. Okay. So. Typ 3 wäre denn Typ 3. Nehmen wir wieder ein Beispiel, das gleiche. If I had had money, if I had had money, okay, I would have bought. I would have bought the car. I would have bought the car. Okay. Also wieder hier haben wir hier. This is oops. The problem. This is here. Past perfect. Past perfect. Und das hier, diese Zeitform hier. Ist Conditional 2. Conditional 2. Okay. Man kann auch sagen, das ist hier would. Man sieht auch would plus have plus past participle. Past participle sind immer die dritte Form des Verbs. Would plus have plus has participle. Oder Partizip. Ja. Schau mal auf Deutsch besser. Partizip. Partizip. Und Partizip, wie gesagt habe, sind immer dritte Formen des Verbs. Ja. Partizip hier ist ja dritte Formen des Verbs. Okay. Also jetzt können wir zusammenfassen. Wir haben hier If-Sätze oder Begin Conditional Sentences. Und wir haben gesagt, dass Ereignis hier in Hauptsatz ja, findet statt nur, wenn die Bedingung im Satzteil hier mit if erfüllt ist. Also, dann sehen wir ein Beispiel hier. I will go to school if it doesn't rain. Okay, unser Satzteil ist hier ohne if, das ist hier I will go to school. Das ist hier unser Satzteil. Und auch Hauptsatz, ja, das ist ja unsere Bedingung. Die Bedingung ist hier, I will go to school. Also, ich werde zur Schule gehen, aber wenn es nicht regnet. Und dann aus Hauptsatz ohne if ist das hier, wenn ich nicht regne. Mit if it doesn't rain, das ist ja Satzteil. Und Hauptsatz wäre dann, I will go to school. Okay? Also, das heißt, Hauptsatz kann man immer behalten, aber Nebensatz oder Satzteile kann man enden mit if hier. Man kann das ja enden. Aber die Information, die hier in diesem Satz hier steht, ist I will go to school. Unter welcher Bedingung? Unter dieser Bedingung, dass es nicht regnet. Ja? Also dann haben wir gesagt, wie in alle manche Sprache haben wir auch drei Typen von Conditional Sentences. Typ 1, und das wir hier gebildet mit Simple Present und Will Future. Also ein Beispiel, if I have money, I will buy a car. Okay, wenn ich Geld habe, werde ich mir ein Auto kaufen. Hier in diesem Satz hier, wir können sehen, dass dass diesem Satz hier drückt etwas Wahrscheinliches aus. Das heißt, die Bedingung, also die Möglichkeit hier
steht immer, also steht aber ganz fest, wenn er Geld hat, wird er ein Auto kaufen. Das heißt, wenn er morgen oder übermorgen oder wie auch immer Geld hat, wird er das tun. Die Möglichkeit ist noch gültig. Okay, und dann Typ 2 wäre der Simple Past mit Conditional 1. Und als Beispiel, if I had money, I would buy a car. Hier, das ist etwas Unwahrscheinliches. Ja? If I had, das ist hier in der Vergangenheit, das bedeutet, wenn ich zum Beispiel gestern Geld hätte, hätte ich mir ein Auto gekauft. Aber das Ding ist, das Geld habe ich nicht gehabt. Resultat, ich habe mir gar kein Auto gekauft. Das heißt, das ist hier unwahrscheinlich. Ja? Man hätte auch sagen können, okay, das könnte auch heute früh sein oder in zwei Minuten vorher. Ja, okay, das wäre dann in Simple Past, wenn man das so getaktet. Da haben wir hier gesagt, kann man das auch markieren, das ist besser. Mit einer anderen Farbe. Das hier, das ist hier Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit. Das ist ja etwas real, ja. Das ist ja die Bedingung, also die Possibility ist real, ja. Also Wahrscheinlichkeit ist hier steht. Es steht dann wirklich Wahrscheinlichkeit hier. Aber hier der Druck etwas Unwahrscheinliches. Unwahrscheinliches. Ja, hier ist etwas Unwahrscheinliches ausgedrückt. Jetzt beim Typ 3 ist es gesagt, if I had, also past perfect mit conditional 2. If I had had money, I would have bought a car. Okay, wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich mir ein Auto gekauft. Also, das ist komplett unmöglich hier, ja, weil erstmal es ist hier gemeint über die Vergangenheit. Diese Vergangenheit ist lange vorbei und abgeschlossen in der Vergangenheit natürlich. Und wenn, wie es in dem Satz hier gemeint ist, wenn die Person oder wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich dieses Auto. Das heißt, endlich nicht. Also ich habe mir kein Auto gekauft, weil ich kein Geld hatte. Ja? Also das heißt, es ist hier komplett unmöglich. Ja. Und weil das ist hier in der Vergangenheit etwas komplett abgeschlossen, das ihm überhaupt nicht heute nicht mehr in Frage kommt. Okay? So, deswegen würden wir sagen, das ist hier komplett unmöglich. So, jetzt als Zusammenfassung oder Recap, Recapitulation, okay, Recap, können wir sagen, dass Typ 1 wird mit Simple Present natürlich haben wir immer if davor, keine Frage, if plus Simple Present plus then World Future. Und drück hier etwas Mögliches oder Wahrscheinliches aus. Und drück hier etwas Wahrscheinliches aus. Wahrscheinlich. Okay. Typ 2 wird mit if. Obwohl, if hier einfach wahr sein muss, weil das ist kein Konjunktiv, das kommt nicht in Frage. Okay, if plus, okay, then simple past und dann plus conditional one.
Und das hier drückt etwas Unwahrscheinliches. Unwahrscheinlich aus. Okay. Und Typ 3 hier wäre denn natürlich mit if plus past perfect plus conditional 2 plus conditional 2. Und hier, wie wir gesagt haben, drückt einfach etwas Unmögliches aus. Unmöglich. Okay, drückt einfach etwas Unmögliches aus. Okay, dann werde ich hier genauso wie bei den anderen gemacht habe, das hier komplett mit Weiß machen. Schreiben. So, if plus. Okay, so das sind die drei Typen von if sentences, if clauses, das man in Englisch kennt. Okay, also wir werden das Video bestimmt Beispiele dazu machen und passiv und aktiv Sätze machen. Also, danke fürs Zuschauen. See you later. Bye bye.